US-Präsident Joe Biden hat bei einer Rede im Bundesstaat Arizona davor gewarnt, dass Donald Trump und seine extremistischen Verbündeten eine Gefahr für die US-Demokratie darstellen. Damit verschärfte er seine Angriffe auf seinen wahrscheinlichen republikanischen Herausforderer bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024. Biden sagte, Demokratien könnten sterben, wenn die Menschen schweigen würden. Trump liegt laut Umfragen in der Gunst republikanischer Wähler deutlich vor den 7 weiteren Präsidentschaftsanwärtern.